Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe was Neues. Und zwar fährt es voll autonom. Es ist total leise. Es lädt unglaublich schnell, hat einen geringen Stromverbrauch. Ist leicht zu pflegen. Und ansonsten auch wirklich ein super tolles Teil. Was könnte das sein? Model 3? Nein. Es ist was anderes. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade in meiner Küche. Abgesehen davon, dass irgendwie im Moment viele YouTuber Videos in ihrer Küche drehen, hat das Gerät tatsächlich was mit dem Haushalt zu tun. Und was es ist, das zeige ich euch jetzt. Der Xiaomi Roborock S5 Staubsaugerroboter. Ich habe mir nicht träumen lassen, dass ich mir mal einen Staubsaugerroboter kaufe. Weil so vor ein paar Jahren noch, als im Bekanntenkreis die ersten Leute die diese Dinge hatten, waren die doch relativ enttäuscht. Und ich war davon überzeugt, dass die einfach nicht praxistauglich sind, vor allem nicht bei unserer Wohnung. Wir haben viele Winkel, Ecken, Kanten, verschiedene Teppiche, Hochflor, Niedrigflor, überall liegen Hundespielzeuge rum. Damit kommen die Dinger doch nie klar, dachte ich. Und dann haben mir seit ein paar Wochen irgendwelche alle möglichen Bekannten und Kollegen diesen Xiaomi Roborock empfohlen und der sei so toll und ich habe ihn ausprobiert. Und es ist wirklich erstaunlich. Das Ding ist ja tatsächlich super klasse für uns. Wir haben ja einen Hund und der Hund hat lange Haare, er haart viel. Normalerweise saugen wir so ungefähr zweimal am Tag. Und wir haben ein Einfamilienhaus, das heißt, es dauert schon eine ganze Zeit. Also locker eine halbe Stunde ist man mit Saugen beschäftigt pro Saugvorgang, also eine Stunde am Tag. Und mit diesem Saugroboter entfällt das im Prinzip. Wir saugen jetzt quasi nur noch einmal die Woche oder maximal zweimal die Woche die Teppiche mit einer extra Teppichbürste. Und ansonsten macht die Arbeit der Saugroboter. Und wie das geht und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Der Xiaomi S5 Saugroboter hat hier oben so eine Art, ja, was ist es, Laserscanner. Mit diesem rotierenden Ding scannt er, wenn er losfährt, erstmal komplett die Wohnung und macht sozusagen einen eigenen Grundriss von der Wohnung. Und den fährt er tatsächlich systematisch ab. Also er fährt nicht chaotisch, sondern macht sich sozusagen in seinem Speicher ein Bild und fährt erstmal die Ränder ab. Also er umkreist einmal das ganze Areal, was er saugen soll. Und dann fährt er sozusagen im Zickzack hin und her, bis er alle Flächen im Prinzip einmal abgesaugt hat. Und hat verschiedene Sensoren, das Ding. Also abgesehen von diesem Stoßdämpfer, sage ich mal, hat er hier Ultraschallsensoren und hier optische Sensoren an den Seiten. Und damit kommt er super klar. Also er fährt überhaupt nicht mit irgendeiner größeren Geschwindigkeit gegen Hindernisse, sondern er erkennt die Hindernisse rechtzeitig und bleibt davor stehen. Im Maximalfall stößt er ganz kurz hier an. Also es gibt aber überhaupt keine Kratzer, im Gegenteil, also sehr soft und weich. Und also ich war wirklich beeindruckt, als ich das gesehen habe. Selbst wenn man dann irgendwie ein Kuscheltier vom Hund oder so hier im Weg hat, das erkennt er mehr oder weniger und umkurvt das Ding. Also wirklich faszinierend. Okay. Ja, auch unser Hund hat sich doch recht schnell an das Ding gewöhnt. Wie man sieht, liegt Myla hier ganz entspannt neben dem Staubsauger. Und selbst wenn ich ihn jetzt mal einschalte, also abgesehen davon, dass man das auch mit einer App kann, darauf komme ich gleich zu sprechen, muss man nur einmal einen Knopf drücken. Achtung. Starte Reinigung. Dann geht's los. Und der Hund bleibt noch ganz entspannt liegen. Natürlich, wenn er jetzt losfährt, dann wird sie langsam nervös. Und dann haut sie einfach ab. Und wenn der Saugvorgang abgeschlossen ist, fährt das Ding komplett alleine wieder in seinen Supercharger, sag ich mal, und lädt.
Jetzt haben wir ja zwei Etagen. Unten ist hauptsächlich Parkett, Fliesen und oben ist halt Teppich. Und vor allem, wir haben eine Treppe. Wie kommt das Gerät damit klar? Ganz einfach, das Gerät nur nach oben tragen, auf den Einschaltknopf drücken. Er scannt im Prinzip die Etage und er scannt auch da, wo eine Treppe ist und fährt nur bis zur Stufe und dann nicht weiter. Also voll autonom, man muss nichts tun. Es ist einfach fantastisch. Jetzt hat der Roboter hier mal oben gesaugt, noch nicht mal die ganze Fläche, das sind ungefähr 70 Quadratmeter Teppichboden. Und jetzt schaut euch mal an, was da, ja, ist gut, was da drin ist. Könnt ihr sehen? Hey, das ist, ich meine, wir haben erst vor 2 Tagen da oben den Roboter laufen lassen. Und da sammeln sich Hundehaare an und Staub und Dreck vom Teppich, also Heiligsblechle, das ist echt der Hammer, was der da rausholt. Und das Schöne ist, der Roborock, der saugt nicht nur, nein, der kann auch wischen. Da gibt es nämlich hier so einen Einsatz, da kann man hier irgendwie am einen Ende Wasser reinfüllen. Das ist zwar nicht viel, ich würde mal sagen, so ein kleines Gläschen voll. Und hier ist dann so ein Wischaufsatz, den kann man, so Klettband, den kann man abziehen und auch waschen. Und den klemmt man im Prinzip nur hier unten drunter. Zack. Und dann kann das Ding wischen. Ich muss aber zugeben, das haben wir ein, zweimal ausprobiert. Die Ergebnisse hier bei unserem Boden mit dem Dreck, den der Hund macht, das lohnt sich nicht. Das geht wirklich nur gut, also für, sagen wir mal, Laminat oder Fliesen, die glatt sind und wo der Staub so ein bisschen weggewischt wird. Also für Dreck oder Verkrustungen ist dieses Wischteil völlig ungeeignet. Also wir benutzen es so gut wie nie. Man kann es aber mal machen. Schadet ja nicht, ist auch kaum Aufwand, kleckert auch nicht und ist so nebelfeucht, also auch für Parkett geeignet. Ja, kann man haben, nettes Add-on, sage ich mal. Ja, um den Roboter in Betrieb zu nehmen, braucht man im Prinzip nur so eine Handy-App und natürlich ein WLAN, das wäre ganz gut. Er kann natürlich auch ohne WLAN arbeiten, aber mit WLAN und der App ist es einfach viel cooler, weil die App, die zeigt einem natürlich den eigenen Grundriss an, den das Ding sich selber gescannt hat und zeigt an, wo der Roboter gerade saugt, wie weit er gekommen ist und was er vielleicht noch vor sich hat. Man kann ihn auch steuern, man kann ihn hier mit der App wieder zurück ins Dock schicken, man kann eine Reinigung starten, man kann die Reinigung auch zeitgesteuert starten. Das ist total durchdacht, dieses Ding. Und ich habe den Saugroboter jetzt irgendwie seit 4 oder 5 Wochen und es gab in den 5 Wochen jetzt schon 3 Firmware-Updates. Ich habe zwar jetzt nichts gemerkt, was das verbessert hätte, aber es zeigt zumindest, dass sie da permanent irgendwie an der Software dran rumoptimieren. Und der einzige Nachteil ist natürlich, das ganze Gerät kommt aus China und wahrscheinlich sind auf den chinesischen Servern irgendwie sämtliche Grundrisse der Xiaomi Roborock-Besitzer gespeichert und die wissen alles über mich, wann ich sauge und wie dreckig meine Wohnung ist. Gut. Ein Tod muss man sterben. Das ist mir dann auch egal, aber ich spare wahnsinnig viel Zeit dadurch. Was auch noch schön ist, ich kann hier in der App eine Zonenreinigung definieren. Das heißt, ich klicke auf Zonenreinigung und dann habe ich hier so eine Art Rechteck. Da kann ich dann auch mehrere Zonen von anlegen. Dieses Rechteck kann ich verschieben, vergrößern, irgendwie auf ein Zimmer legen und dann auf Start drücken. Und diese Zonenreinigung reinigt dann halt nur da, wo ich dieses Rechteck gezogen habe. Oder sagen wir mal so, um den Esstisch, wo immer Krümel runterfallen, ziehe ich mir ein Rechteck um den Esstisch und sage, lieber Roboter, sauge doch bitte mal ganz kurz um den Esstisch. Dann fährt er los, saugt die Krümel weg und fährt wieder ins Dock. Echt coole Sache. Stichwort Verbrauchsmaterialien. Also hier ist wirklich sehr wenig zu tun. Und die App sagt einem auch, was man reinigen muss. Also zum Beispiel hier, das ist hier der Schmutzbehälter, Staubbehälter und er redet auch mit einem. Man kann auch die Sprache einstellen. Ist immer lustig, wenn man das auf Koreanisch stellt. Hier ist so ein HEPA-Filter drin, den kann man übrigens auch auswaschen. Und die App sagt einem, dass der ungefähr nach 130, 150 Stunden Betrieb ausgewechselt werden muss. Und wenn diese Betriebszeit erreicht ist, dann sagt die App auch oder das Gerät sagt einem auch HEPA-Filter austauschen bzw. reinigen.
Man kann übrigens auch diese Reinigung des HEPA-Filters sehr, sehr lange herauszögern mit einem Tipp, das erzähle ich euch nachher. Das war also der HEPA-Filter. Dann genau, gibt es diese Seitenbürste, die ist hier. So, und die muss man auch ab und zu austauschen, aber das ist nicht sehr häufig erforderlich. Dann gibt es hier unten eine Hauptbürste. So, und man kann das alles wunderbar ausbauen. Hier ist so ein Clip. Da kann man, Moment. Ich glaube, jetzt geht es gerade nicht, weil er, doch jetzt, so. Einfach die Abdeckung abziehen und dann kann man die Bürste hier rausnehmen. Total unkompliziert. Und die kann man dann reinigen. Dazu gibt es extra eine Bürste und einen Pinsel, der liegt dabei. Und bei der Lieferung ist auch so eine Ersatzbürste dabei und auch noch so eine Ersatzseitenbürste dabei und ein Ersatz-HEPA-Filter dabei. Das geht alles relativ simpel. Einfach wieder einstecken, klack, und schon kann es weitergehen. Hier gibt es noch ein, so ein Drehrad. Das ist sozusagen die Führung. Die beiden Antriebsräder sind diese gummierten Räder. Und dieses Drehrad kann man auch rausziehen, falls sich dort mal Haare verwickelt haben sollten. Also sowohl der Träger für dieses Drehrad hier, als auch das ganze Drehrad kann man irgendwie entfernen. Bisschen Gefummel so. Und da kann man, falls sich dort Haare drum gewickelt haben, gerade bei Haustieren, wie bei uns ist das oft der Fall mit langen Haaren, kann man das dann wieder einsetzen. Klack. Und dann hier wieder reindrücken. Zack. Und ja, fertig ist die Reinigung. Hier sind noch ein paar Sensoren, optische Sensoren. Muss man dafür sorgen, dass die staubfrei bleiben mit einem kleinen Pinsel oder einem kleinen Lappen. Und das war's im Prinzip. Wir tatsächlich mit unserem Hund, wenn der Roboter zweimal am Tag läuft, diesen Staubbehälter reinigen wir täglich. Der ist jeden Tag einmal randvoll. Das ist wirklich unfassbar, was so ein Haustier und auch das Leben in so einem Haus, was da für Staub und Dreck im Prinzip sich ansammelt. Das glaubt man gar nicht. Staubbehälter eingesetzt. Wunderbar. Sehr freundlich, das Gerät. Für den Staubbehälter kann ich euch noch einen Tipp geben. Ein Praxistipp. Und zwar ist hier hinten ja dieser HEPA-Filter. Den kann man hier sehr leicht rausnehmen. Und wenn man hier so ein kleines Vlies drauflegt, über den HEPA-Filter, das habe ich mal getan. Irgendwie 2 Tage saugen sieht das ganze Ding so aus. Also man glaubt es nicht, was da für Staub in der Luft oder auf dem Boden liegt. Und das würde sonst alles diesen HEPA-Filter verstopfen. Jetzt ist es auf diesem Vlies und das kann man so abziehen, möglichst nicht husten. Und dann so in den Müll schmeißen. Und der HEPA-Filter sieht im Prinzip fast noch aus wie neu und hält, glaube ich, 10-mal so lange, als würde man dieses Vlies nicht benutzen. Und wo bekommt man so ein Vlies her? Ganz einfach. Das hier ist im Prinzip nichts weiter als eine Lage von einem ganz normalen Papiertaschentuch. Da habe ich im Prinzip hier die Fläche ausgeschnitten mit einer Schere. Und das lege ich dann einfach hier drauf, diese eine Lage. Das heißt, mit einem Papiertaschentuch hat man, ich weiß nicht, wie viele Lagen da sind, 10 oder 8. Auf jeden Fall reicht das für einen Monat. Und das klipst man dann hier wieder schön in den Staubbehälter rein. Ein bisschen fummelig. Moment, ein bisschen Glattstreifen. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, vor allem wenn das Papiertaschentuch wellig ist, so wie dieses hier. Ja, am besten lässt man das hier liegen. Und dann klipst man das hier wieder so rein. Und so sieht das jetzt von innen aus. Und durch dieses Vlies oder Papiertaschentuch, durch diese Lage, kommt genug Luft durch. Also man merkt keinen Unterschied, ob jetzt diese Lage noch davor liegt oder nicht vor dem Filter, weil die so dünn ist. Und der Staub setzt sich daran fest an dem Papiertaschentuch und der HEPA-Filter hält einfach 10-mal so lange. Und das spart natürlich enorme Kosten. Jetzt kommt das wieder hier rein. Behälter eingesetzt. Danke. Und das war's. Ich bin ja eigentlich nicht so für Produktwerbung und ich will hier auch keine Werbesendung machen, aber ich schreibe hier trotzdem Dauerwerbesendung hin. Aber ich bin von dem Teil wirklich begeistert, weil ich war so überrascht, wie gut das Ding funktioniert. Tja, das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Und
Wenn so mal unsere Autos fahren wie dieser Roboter, dann, ja, dann haben wir es geschafft. Dann können wir einsteigen und uns irgendwie Zeitung lesend nach Hause chauffieren lassen. Das ist die Zukunft bestimmt in 20 Jahren, keine Ahnung. Ja, das war mal was anderes. Kein Elektroauto, sondern ein elektroautonomer Saugeroboter. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich mache jetzt gleich erstmal Urlaub und das nächste Video ist ein Roadtrip-Video. Wir fahren nämlich an den Bodensee, quer durch Deutschland. Und das wird bestimmt ein toller Trip. Ihr seid dann wieder dabei. Ich melde mich von unterwegs mit einem Video von der Hinfahrt. Achso, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch mein Kanal gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao.